Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, Jose wartet auf uns, dann wollen wir mal dahin reiten. Mal sehen, was der mit den Braithwaite so anfängt. Muss mein Pferd natürlich noch loben und am besten striegeln. Wir könnten allerdings auch noch eine Kutsche überfallen. Ah, es wäre vielleicht besser, das jetzt zu tun. Bevor wir mit Hosea eventuell unseren Untergang über uns hereinbrechen, können wir vielleicht ein bisschen was Kutschiges machen. Was sowieso gut wäre, wäre, dass wir unser Kopfgeld in der Valentine-Region mal abbezahlen. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Und ich sollte echt mein Outfit wechseln. Mit dem war ich ja letztens Pferde stehlen. Ja, ja, hallo, steht mal nicht im Eingang rum. Wie soll ich jetzt Geld bekommen? Kopfgeld bezahlen, warum nicht? Wie viel habe ich? 133. Uiuiui, war das teuer. Okay, und jetzt muss ich anscheinend... Muss ich die Seite wechseln, nur damit der gleiche Typ da hinkommt und mir einen Tipp gibt? Hold on, I'll be right there. Anscheinend. Well, hello again. I got another one. You interested? Ja, natürlich immer. $2 zahle ich dir. Good. All right. This is a little different. Take the coach and deliver it to my contact. Oh, das krieg ich hin. It's a fragile cargo, so go easy. Ganz okay. Ich bin auch fragil innen drin. Ich weiß, wie man damit umgeht. Einmal lesen. Reiten Sie nach Norden. Das ist alles, was ich wissen muss. Der Rest wird uns wieder angezeigt. Das soll ja hier kein Audiobuch werden. Ja, so... Ja, Let's Play wird sich da schon ganz gut eignen als Begriff. So, dann komm mal her, mein Pferd. Nicht auf die Gleise. Oder wenn dann nur, wenn kein Zug kommt. Ah, hätte man sicher gehört. Let's go, girl. So, dann brauche ich Banause einen Wegpunkt. Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt. Da ist ein Stall. Ist da ein Stall? Pferdehehler. Oh, sind die jetzt dauerhaft da? Das wusste ich nicht. Okay. Dann können wir ein paar gute Pferde stehlen und da verkaufen vielleicht. Obwohl die zahlen ja relativ scheiße. Naja. Das werden wir mal schon rausfinden. Aber ist das wieder herrlich. Ich versuche nicht so schnell zu reiten, damit wir die Herrlichkeit dieses Spiels auch einfangen. Es gab einen Kommentar, der war ein bisschen zu sehr auf die Herrlichkeit. Oder gab einen, der sehr auf eine puristische Weise an dem Spiel interessiert war. Da passe ich natürlich nicht dazu, aber ich kann es trotzdem auf meine eigene Art genießen. Sind es wieder Eselhasen? Ja, tatsächlich. Ich glaube, da braucht man auch drei perfekte Fälle, dann kriegt man irgendwas. Ja. Vielleicht die erste Jägerherausforderung. Da gibt es Trutine. Das war nicht Thanksgiving. Ach, östlicher. Ich habe österreichischer Wildtruthahn gelesen und war etwas irritiert, wieso sie das extra so nennen. Na, jetzt ergibt alles mehr Sinn. Schaut mich mal das Konglomerat an Rehen an, das da gestrackt ist. Ach, das ist einfach fantastisch. Wer schießt jemand? Wer schießt? Ich will mitmachen. Jungs! Na, wieder so ein Wettschießen. Ist mein Deadeye gut genug? Ich glaube ja. Egal, nochmal Bohnen fressen. Oder Kornbeef. Wanna stack up? Ja, natürlich. Got fresh rounds in my rifle and strong coffee in my gut. What'd you say to another game? Ja, auf jeden Fall. Wart kurz. Waffe. Lancaster Bolt Action. Warum nicht mal Bolt Action? So, big shot. Obwohl, nehmen wir Lancaster. Ich glaube, das... Ja, auf jeden Fall. Won't say no, let's fire off a few. Ja, aber Lancaster ist, glaube ich, besser, das schießt schneller. Just like last time, whoever shoots the most bottles wins. Okay. Alright, stand alongside me. As soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Na gut.
2, 3, 4, 5, 6. Ah, Mist. Hat er getroffen. You ain't lost to losing, I take it. Here you go. As Dankeschön. Wollen wir wieder auf Vögel jetzt friend. Schießen? Careful now. Next time I may not hold back. Ah, doch keine Vögel. Hast du ein gutes Pferd? Könnte ich das verkaufen? Na gut. Girl. Den verärgern wir mal nicht. Das ist ein, wie nennt man das, stabiles Einkommen bei dem. Immer wenn ich den treffe, kriege ich $10 oder mehr. Yep. Mein Pferd steckt im Schlamassel. Im Schlamm. Hat sich ein Weg rausgebahnt, annähernd. Ah, hier rechts ist doch das JC-Symbol jetzt wieder aufgetaucht. Aber ich hätte gern die Kutsche als erstes. Warten, bis der Wagen eingetroffen ist. Soweit verstehe ich das. Dann nehmen wir mal was mit Zielfernrohr. Und wo muss ich warten? Am besten mit hier Gesichtstuch. Und nur was. Boah, das kleine. Die helle Minimap leuchtet mir sowas von in die Fresse. Ich weiß nicht mal, aus welcher Richtung der Wagen kommt. Ah, von vorne. Halte an, das Gesetz ist hier. Die haben es nicht kommen sehen. Das wäre ziemlich unfreundlich. Ja, hast du gut gemacht, Pferd. Da ist hier noch einer. Du fragst jetzt. Oh. Hat vielleicht nicht danach gefragt. Aber ich auch nicht. So, dann mal rauf auf dich. Wäre jetzt die Frage, soll man schnell sein oder müssen wir die anderen looten? Wäre zumindest mal interessant zu sehen, ob die was überhaupt hätten, was sich lohnt. Und bevor ein Zeuge auftaucht, obwohl Zeugen können wir auch immer beeinflussen, indem wir sie töten. Und, was hattest du? Silber. Hm. Hm. Dafür nicht. So, ab und zu muss man auch mal rennen. Ah, hier liegen zwei. Zwei Looten für den Preis von einem. Goldener Ehering schon besser. Und es hat wieder mehr Singles in der Nähe anscheinend. Das sieht aber wertvoll aus. Naja, bei der Hehlerei. Können die auch irgendwie rückwärts ausparken? Ja. Besser als ich auf meinem Motorrad, wenn ich versuche, auf einer abschüssigen Garageneinfahrt umzudrehen. Beziehungsweise auszuparken. Yep. Es hilft nicht, dass ich fett bin und dass das Motorrad 300 Kilo wiegt. Das macht das Ganze... Boah, interessant. So. Ich würde aber sagen, so schnell darf ich nicht fahren. Wenn bei den Brüsten, bei den Büsten was passiert, dann bin ich wieder der Schuldige. Deswegen fahren wir nur so mittelschnell und bereiten uns auf eventuelle Angriffe vor. Ich glaube, in solchen Missionen ist es typisch, dass nochmal eine Horde Feinde an mich ran will. Vielleicht kommen ja auch Gesetzeshüter. Ach, ist egal. Im Zweifelsfall haben wir Waffen. Und so dringend haben wir das Geld nicht nötig, aber es wäre schon nice. Zu welchem Healer muss ich das eigentlich bringen? Nicht zu Seamus, oder? Weil das wäre eigentlich gescheit. Mein Dynamit müsste mal wieder aufgefüllt werden. Ist das ein echter Goldrahmen bei dem Porträt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Hui.
Wildschwein auf dem Weg. Wildschwein auf dem Weg. Also ich hätte die Statuen irgendwie verpackt. Die hatten zwar noch keine Luftpolsterfolie. Luftpolsterfolie. Ich kann das nicht. Luftpolsterfolie. War, glaube ich, beim ersten Mal schon richtig. Aber irgendwie in Tüchern, in... Das haben sie in Leinengewändern, dass die weniger stoßempfindlich sind. Naja, es kommt davon, wenn man viel Geld wahrscheinlich für die Kunst ausgibt und für Versand dann eigentlich nichts ausgeben will. Bestimmt auch so kostenloser Timu-Versand irgendwo in der Ecke geschleudert. Kann ich hoffen, dass es heil ankommt. Ja, das sieht aus, als wären wir auf dem Weg nach Emerald Ranch. Wenn mich nicht alle guten Orientierungsgeister verlassen haben. Bin gespannt, was Seamus dafür zahlt. Dafür, dass ich hier so langsam rumgurke. Und völlig in die falsche Richtung eigentlich fahre. Na, ein Gang mehr schon drin. Ein Gang mehr müsste schon drin sein. Sind ja nicht aus Zucker, die Statuen. Aus sehr zerbrechlichem Marmor. Vorsichtig. Vielleicht gerade beim Abbiegen sollte ich besonders vorsichtig sein. Aber hey, Dynamitvorrat wird aufgefüllt. Das ist doch wunderbar. Ja, habe ich einen ordentlichen Verschleiß. Und meine Gegner danken es mir nicht gerade. Eselhase. Ach, er hat es geschafft. Die Hasen in dem Spiel sind nicht besonders intelligent. Ich muss sagen, meine, die draußen gerade auf dem Balkon sind, sind auch nicht intelligent. Also hat es das Spiel relativ gut getroffen. Im Pferd würden sie vielleicht noch ein bisschen besser ausweichen. Wie, es sind nur 50 Dollar. Well, this is a lovely little thing. Deal. Don't spend it all at once. Ich verspreche nichts. 40! Seamus, komm mal mit um die Ecke. Ich will dich kurz erschießen. 40 Dollar für die Mühe. Ah, er hat einen neuen Weg. Also geschlossen. Arsch. Wollt ihr noch kaufen? Na gut. Dann rauf aufs Pferd. Come on, girl. Dann würde ich sagen, auf zu Husi. Schaffen wir es noch vor dem Zug? Vielleicht. Bestimmt. Müssen gar nicht rüber. Ah, das ist jetzt aber doof. 40 Dollar. Okay, girl. Ja, ist nämlich schlecht. Also bar auf die Kralle würde ich das immer nehmen, aber dafür habe ich schaffen müssen. Easy, girl. Hier gibt es Hunde. Ich glaube, das waren die Ställe. Ein Rotfuchs, der richtig schön leuchtet. Da fällt mir ein, wir müssen den Trapper finden. Wenn er Trapper heißt. Ich glaube, es war Trapper. Und hier haben wir das JC. Ist es direkt das Haus? Ja. Ja, das ist praktisch. Können wir das auch noch mit abhaken? Also Taschenuhr, Pistole, Kontrollbuch. Hoffentlich ist aufgeschlossen. I order a Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne. We do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, Clerk, November 18th, 1895. Solche Ärsche, okay, zurück. Wie kommt man da jetzt rein? Ich hab die Notiz gesehen, aber wie komme ich rein? Was liegt hier so Schönes? Zigarettenbild, einfach so. Nehme ich mit? Dann nehme ich einfach mit. Kann ich das Schloss aufschießen? Ja, das klappt sogar manchmal in dem Spiel. Aber, Vorsicht, Buschwerk.
Vielleicht komme ich durch die Hintertür. Oh, das sieht arg verschlossen aus. Ranger, watch, pistol. Leere Flasche. Steht da drauf. Kentucky Bourbon Old Blood. Okay. Keine Ahnung. Ich mag die vollen Flaschen mehr. Sind mir deutlich sympathischer. Ein Bild. Das wollte nicht zurück. Das sagt schon alles. Ich glaube, er ist nicht das Baby. Dann muss er der Rechte sein. June 7th, 1855. Dear Sir. Please accept this likeness of your family as a small token of appreciation for your assistance in the recovery of my property. Like your old pa, you're a cunning old dog and a credit to this community. Yours, Colonel Joshua Nixon, the Ascension Plantation. Okay. Was ist das hier? Silberteller? Kinderzeichner. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you. Sam. Irgendwie macht mich das alles traurig. Okay, das lassen wir dann auch zurück. Er will nur die Pistole und die Taschenuhr. So, Taschenuhr gefunden. Ja, die sieht antik aus. Hier ist auf jeden Fall ein Brief, der uns wahrscheinlich vorgelesen wird. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Oh, yeah. Thoughts and prayers. Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Da wurde einfach entlassen. Nicht meine Rückseite haben ihn die Schweine gegönnt. Ist da irgendwas im Kamin? Also ich hätte da $5,000 versteckt. Lohnt sich nicht bei mir einzubrechen, ich habe keinen Kamin. Ich habe keine $5,000. Dear Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. Yes. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. Oh, der arme Mann. So, irgendwas hier in den Schuhen. Okay. Where is all this old crap? Das ist eine gute Frage, Arthur. Nicht hier, wie es den Anschein macht. Oder? Nö. Vielleicht ist der Schreibtisch wertvoll. So, nach oben kommt man nicht wirklich. Zumindest von der Seite. Da ich noch einen Brief direkt neben dem Pony. Oder auch Hund. Keine Ahnung. Paw. God damn it. I told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck. None of us want nothing to do with you. Prince. Von dem Jungen. Oh je, hoffentlich kein Pedo dabei. Oder der Junge macht anders Ärger, keine Ahnung. Wir gehen der Sache ein bisschen nach, denke ich mal. Trapdoor, huh? Anscheinend. Okay, zurück. What you doing here? We found this place first. Abgenießt. I'm just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. God, son of a bitch! Wait, just me jumping. God damn it! Come on, Dan! Where are you going? Come on! God damn! I'll stick you! Du wirst gar nichts tun. Hab eine Waffe, die funktioniert. So, dich plündern wir erstmal. Ich weiß gar nicht, warum Arthur sein Messer ziehen wollte. Pistole ist doch viel besser. Oh je, die müsste mal gereinigt werden.
So, weggesteckt. The pistol. Just the ledger now. So, ihr Landbesitzer. Jetzt könnt ihr es hier noch ein bisschen verpesten. Was haben wir hier? Ich will die Person nicht aufheben. Ich würde es hier unten gern aufmachen. Komm mit, Kollege. Leg mal dich zu deinem Kumpel. Da liegst du gut. Ja, da war ein schönes Messer gehabt, glaube ich. Ja, kann ich nicht mit interagieren. Und die Kopfbedeckung. Das war definitiv nicht meine. Ja, da ist sie. Hallo? Arthur, machst du vielleicht mal auf? Da ist noch ein Brief. Dear Mr. Compson, after numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. There's just no place for a man like you at the Central Union Railroad Company. Was hat er denn gemacht? Arthur, ich sehe die Tür. Hätte die anderen ermessern sollen. Komm schon, was soll denn das? Ah, jetzt. Rausgehen und reingehen zum x-ten Mal hat's behoben. Wenigstens habe ich meine Laterne, um in den spinnenverseuchten Keller zu gehen. Das sieht wie ein Ledger aus. Tagebuch zumindest. Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. Okay, interessant. Suche pflegen. God. So, was haben wir hier noch? Guter Fusel. Nicht für meine Hände bestimmt, weil Arthur wieder den Trigger nicht findet. Dann ist das hier das Ledger, das Kontrollbuch. Öffnen. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Das ist jetzt nicht gut. Hat der arme Trottel Sklaven verraten? Davon halte ich nicht sehr viel. Bin meistens auf der Seite der Unterdrückten. Irgendwas noch? Da unten liegen ganz schön viele Papiere. Oh mein Gott, seit wann sind die Leichen hier? Die haben sich wohl gegenseitig erschossen. Kann man nichts machen. So, dann wollen wir mal ein bisschen flotter hier raus. Vielleicht wäre es ganz gut, Beweise noch zu vernichten. Schön Beweise vernichten. Und das traurige Haus gleich mit. Ja. Pferd, komm hier. Brauchst dich gar nicht so anstellen. Da ist so ein kleiner Trash-Panda. Ein Dachs? Doch kein Trash-Panda. Silberdachs, guck mal her. Hat das jetzt felltechnisch Schaden genommen? Weil ich so ein Großkaliber angewendet habe? Wahrscheinlich schon.
Nur noch ein Stern. Nee, danke. Da oben sind Gräber. Let's go, girl. Schauen wir nochmal kurz hin. Vielleicht will Arthur das wieder aufzeichnen. Easy now. Wir können was aufbuddeln. Nee, sieht nicht so aus. Interessant. Das Gräber wären irgendwie, könnten wir was machen. Nee, sind nur zum traurig Ansehen da. Aussehen. Ja. Und zum Düngen, wenn es nach meinem Pferd geht. Na gut, dann auch zum Missionspunkt, der direkt in Rhodes ist. Und ich würde sagen, dann machen wir auf jeden Fall noch die Mission mit Jose. Das passt noch rein in die Episode. Sonst wird es ein bisschen länger, wenn die länger dauert. Aber ich denke, das kriegt man noch in vertretbarer Zeit hin. Auch ein schöner Fuchs hier. Mein Pferd ist schneller. There, girl. Ah, das ist doch nicht in Rhodes. They forgot about us. Just when they needed us, they threw us away like shit on their boot. Weil es keine Sklaven mehr gibt. Ich hab verstanden. I ain't saying... Oh man! Oh man! You show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards have changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Ja, vielleicht hattest du nicht die beste Arbeit. Oh, man. Some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing. What are you doing? That's my history. Ah! Damn you! I still exist. Vielleicht hast du jetzt die Chance, mal was Gutes zu machen. Nicht arme Menschen zu verpetzen. Was macht man mit ihm? Erschießen wäre, glaub ich, zu freundlich. Er soll leiden. Man kann ihn ja selbst erschießen. Das ist ein schönes Pferd. Wie gesagt, der soll leiden. Hat er sich selbst zu verdanken. Nur gelernt hat er es anscheinend immer noch nicht. Nicht mal Geld habe ich bekommen. Traurige Welt ist es geworden. Mit der Ehre geht's aufwärts. Können wir uns gleich mal die Kutsche ansehen. Bisschen genauer. Obwohl, wir sind ja eigentlich auf dem Weg zu Husi. Habe ich noch eine Maske auf? Entschuldigung. Und ich muss endlich die furchtbare Kopfbedeckung loswerden. Dankeschön. Da hatte ich die falsche aufgehoben. Hey, da ist nochmal so ein Karren. Ich dachte, die wären schon weg. Whoa. Oh, ich verstehe, was hier los ist. Die rächen sich für... Wo ist der andere Scheißkerl? Ich brauch Deckung. Arthur, das ist nicht ganz richtig. Das war richtig. Boah, was hat der für eine Waffe gehabt? Dann habe ich euch halt überfallen. Ein Glück habe ich den Wagen gesehen. Aber falsch drauf reagiert. Waren das alle? Dann kann mein Pferd hier wiederkommen. Hier ist ein Kraut, das ich einsammeln kann. Was ist denn das für ein Kraut?
Sandthymian. Das ist besser als normaler Thymian. Also, haben wir einiges noch zu plündern, bevor wir jetzt zu Hose gehen. Na, Arthur will heute aber auch nicht so richtig. Na, das geht doch. Mit Platinringen und allem. Ja, ja gut, kleines Pferd, die muss ich wieder striegeln. Die ist ganz schön verdreckt aus. Der eine hier hat doch eine richtig krasse Waffe gehabt, oder war das ein Bug? Das sieht aus wie ein normaler Revolver. Abgegriffener, okay. Habe ich bessere, meine sind nicht abgegriffen. Boah, wieso sieht der denn so teilweise so weiß aus im Gesicht? Egal, ich... Ist ja nicht mein Geschäft, so. Da waren doch deutlich mehr eigentlich. Ja, da hinten liegt noch einer. Kann ich den jetzt plünder. Ui, der hat eine Augenklappe gehabt. Kein Wunder hat er nicht getroffen. Und die $4,20 nehme ich gern mit. Ja, die haben mich angegriffen. Ich bin da völlig unschuldig. Nachdem ich ihr ganzes Camp in die Luft gejagt habe. Sollte hier nicht irgendwo ein Healer sein? Ach nee, hier waren... Die waren... Da ist er. Da ist er doch. Kann man auch mal die Wertgegenstände verkaufen, sonst kann man nämlich keine mehr aufnehmen. Kokain-Kaugummi. Heute nicht. Da sage ich Nein zu Drogen, weil mein Inventar schon voll mit welchen ist. Ja, bestimmt. You got a decent eye for these things, by the looks of it. Natürlich. Den Stift will ich immer noch. Sure, sure, I'll take another. Na, also, das war doch gar nicht so schlecht. Und wieso ist das bei Ausrüstung und nicht bei Wertgegenstände? Not bad, this. Silber bringt eh nichts. Ich glaube, irgendwie könnt ihr mir die Zeit anzeigen lassen. Ah, das merkt man eigentlich auch am Sonnenstand. Wolfherz-Amulett könnte man machen. Was bringt das? Keine Ahnung, ich hab's gemacht. Kojoten-Reichszahn-Amulett, Fuchsklauen-Amulett. You got it. All right now. Gut, mehr kann ich gerade nicht machen. I trust nobody's missing this. So, dann können wir noch kaufen. Irgendwann können wir bestimmt nachsehen, was die machen. Spezialpferdewecker brauche ich nicht. Bis jetzt bin ich sehr pferdefreundlich unterwegs. Zumindest was meine Pferde angeht. Na wunderbar, dann geht's jetzt aber auf direktem Weg zu Husi. Falls nichts dazwischen kommt. Ich glaube, das geht gut. Okay. Okay. Lemoinräuber. Ich wollte doch zu Husi, ich weiß. Ich glaube, ich halte mich mit denen echt nicht weiter auf, sondern reite mal schnurstracks zur Mission. Sonst wird das heute doch nichts. Und ich will, dass das was wird. Das ist die letzte, die mir gerade wirklich angezeigt wird. Und ich habe nicht unbedingt Ahnung, was danach passiert. Ich glaube, in der zündeln wir ein bisschen. An so viel kann ich mich noch erinnern. Zumindest sollte es jetzt irgendwann mal kommen. Hui! Gut hast du es gemacht und da ist ja schon der Weg. Okay, girl. Achso, ich wollte mich noch umziehen. Nur für die Immersion. Hab ja in dem anderen Outfit hier erst was gestohlen, paar Leute umgeschossen. Wupsi. Haben aber alles wieder gut aufgeräumt. Howdy! Hi! Was gibt's? Hey, fellas. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Move along now. Sehr gut, danke, Jungs. What's the problem here?
speichere ich nicht. Hast du ein Problem? Kann ich mir ein Pferd einfach rein... Anscheinend nicht. Ich hätte mein Pferd überall hin mitgenommen. Jo, bis an die Zähne bewaffnet. Please come in, sir. Dankeschön. Nettes Anwesen. This way, sir. Kann man hier was stehlen? A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Yeah. Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, mister. Ja, das will ich hoffen. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Well, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Ja? Kann ich hier noch was stehlen? Warte! Nein, geh nicht raus! Hop on! I'll fill you in on the way. No, I'm driving. Fine. Schon irgendwas Wertvolles wird doch hier rumstehen. Ja, ja, ich steig ja gleich auf den Wagen. Wird was anderes stehen als nur rum? Dosengemüse zum Beispiel. Ja, das lohnt sich. Ja, nee, ich sehe mich hier um, wenn ich kann. Warum denn nicht? Alter, hast du mich gerade erschreckt, Mister. Ja, wir gehen gleich, wir gehen gleich. Lass uns doch erstmal hier im Kamin, haben die bestimmt nichts. Haben die echt nichts zum Mitgehen lassen, außer den Rum. Vielleicht oben? Weiß nicht, ob die Mission dann scheitert. Wir können ja mal schauen. Das ist seltsam. Habe ich noch nie gemacht, aber ich komme auf Ideen. Nicht mal die kann ich durchsuchen. Was ist denn hier los? Hab mein bestes Outfit an zum Stehlen. Ja, schau noch in ein, zwei Räume und dann geh mal wieder. Was ist hier? Schmuck. Natürlich. Platin-Halskette. Hat doch gesagt, das lohnt sich. Das kann ich hier aber nichts mit anfangen. Werden sie sicher nicht vermissen, wenn die so viel Geld haben. Versperrt, das gefällt mir nicht. Ich mag unversperrte Räume. Auch versperrt. Da sind bestimmt die Wertsachen drin. Irgendwas hier? Sieht nicht danach aus. Da vielleicht Premium-Zigaretten. Ein neues Bildchen für Papa. Pferderassen, Bild 1. Wie viele Sets gibt's denn hier? Ein Glück haben wir das schon mal eingesammelt. Die Goldmedaille, wenn es nach Zeit geht, die Mission, kriegt man nicht. Na, hauptsächlich Schlafzimmer haben die hier. Warum nicht? Muss ich mal auch oft tun. Wird ihnen bestimmt dann nicht auffallen, dass hier alles offen ist. Oh, aber die Drohnen kann ich zumindest. Und da hinten, die Nachtschränke kann ich auch. Gleich ist was drin. Nein. Haben sie vorsorglich alles leergeräumt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber wir wären ja nicht hier, wenn wir nicht gründlich wären. Oh, das geht tatsächlich gar nicht im Moment. Ah, der andere hat doch zumindest geblinkt. Ja. Na, scheiße. Nichts drin. Dann wollen wir uns mal ein bisschen sputen. Sind schon spät dran für die Mission.
Ja, zumindest Platin-Halsketten haben wir bekommen. Einzahl. Ich könnte noch hier rechts unten schauen, aber da laufen wir eher Gefahr, wieder in Husis Arme zu laufen. Gleich sind sie ja despawned. Also da geht's auch nicht. Und hier werden sich bestimmt nichts dabei denken. So. Entschuldigung, ich muss noch kurz pissen, deswegen hat es so lange gedauert. Ah, sieht das fantastisch aus. Sieht das einfach fantastisch aus. Ich weiß, ich bewundere das Spiel oft. Ah, auch zu Recht. Ich wollte doch nicht rennen, ich wollte nur ein bisschen schneller laufen. Auf der Tastatur habe ich nicht so viele Optionen tatsächlich. So, hoch mit uns. Ready? Let's get out. Da ist eine riesige Hundeschüssel mit Wasser drin. Achso, ich fahre. Ich wusste gar nicht, dass ich rechts fahre. Entschuldigung. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass Sean fährt. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. A smug fucker. Okay. So what she got us doing at the Grange place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep. Using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook now, you snotty old bitch. Jose ich mag Sean. The right feller for tea at the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. But there really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Nah. Does he though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Tried to send the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. You just robbed their horses, too. That was you? Jesus. So, we're just gonna drive on. Ja, Entschuldigung, das waren wir. Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery, that's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, vielleicht hat er ja wirklich Redekunst geskillt. Die Straßen hier sind schon ziemlich am Mist. Das ist doch keine natürliche Rechtskurve. Auch hier hätte man doch längst abgekürzt. Das war in Death Stranding so cool. Da sind Wege tatsächlich da erschienen, wo man auch lang gelaufen ist. Ja, war generell ein weirdes Spiel. Ich hab's trotzdem gemacht, aber noch nicht zu Ende gespielt. Irgendwie zu 70% fertig gespielt. Naja, 80%. Ich hab's aber, glaub ich, ein bisschen falsch gespielt. Ich hab mich hauptsächlich für Warenlieferungen interessiert und sehr viel Zeug geliefert und wenig Story gemacht. Gut, irgendwann dann schon Story, aber na gut, ich versteck mich unter dem Schnaps. Try and do an impression of a human being. I'm not gonna go that far. Ich bin so gut versteckt. Ich bin so gut versteckt. We're here. Stay out of sight. I'll do the talking. Hey, hold him right there. Ist ja gut, wir fahren noch einen Meter. Nein, nein, alles geht nach. There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop.
I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Schön. Have a drink, Sean. Hamish. Good to meet you, Hamish. die verstehen sich. Fine country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Na, Sean ist doch gar nicht so schlecht, was das angeht. Und ich bin immer noch so gut versteckt. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I ain't never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Yeah, bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. Right there. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Jo, wann kommt mein großer Moment? Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy, because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest place. Okay. Schade, Hamish. Hey, wieso hat er Blut? Ich habe ihn doch einfach erwürgt. Da habe ich mir ein Messer hinten mitgeholfen und nur Mund zugehalten. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Just hope you do. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born from the old man of houses. We'll burn quietly. Quiet. There's someone coming on the left. Hofft der bemerkt mich nicht. Ha. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Mm-hmm. I'll take care of this fella. Vorsichtig, vorsichtig. Uiuiui, war vorsichtig. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Den wollte ich eigentlich noch looten.
So, wie mache ich das jetzt am besten mit den Feldern? Man muss ja erstmal ins Gebiet rein, oder? Oh, meine Ausdauer ist echt nicht gut. Da muss ich gleich was freezen. That's good for here. Was ist denn gut für die alte Ausdauer? Das war es nicht wirklich, aber... Ah, saufen bei der Arbeit. Unique Spells. Und dann muss ich da durch irgendwie. Will der Typ einfach da stehen bleiben? Finde ich unsympathisch. Toll, gerade wo ich hier lang laufe. Schon. Ja, das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Da gibt es noch so viele Felder. Aber vielleicht ein bisschen wenig. Hat man nicht nur Brandbomben dann auf die Felder werfen können? Da steht ein Typ. Und hier sind welche. Zumindest einer ist hier. Ich glaube, als erstes sollte ich da rüber. Zum Glück bin ich so leise und das Rascheln stört niemanden. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich bin so unauffällig. Niemand sieht mich, vor allem nicht der da hinten. Ich denke, ich mache einen guten Job. That's good. Ach, oben rechts steht sogar die Prozentanzahl. Wie viel Alkohol da drin ist, wird ja immer weniger. Wahrscheinlich eher, wie viel Ladung in meinem Bottich ist. Next. Nur noch zwei. So, der steht da. Der kommt, der kommt, der kommt. Naja, das war blöd. Ein paar Leute zu viel. Dreht euch mal wieder um, Kollegen. Okay, meiner geht jetzt erstmal wieder. Das ist, dann schleiche ich mich nämlich hier hinten rein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Sehe ja zur Not auf der Minimap, wenn sich der nächste hier umdreht. Jetzt zum Beispiel. Boah. Nein! Nicht beim letzten Feld! Ah, Kontrollpunkt neu starten. Muss ich jetzt wirklich alle nochmal neu vergiften? Ja. Ich war doch so gut dabei. Das ist der Kontrollpunkt, nicht irgendein Feld. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. Naja, ich glaube, ich skippe das bis kurz vorm Ende. Soll ja nicht zu langweilig werden. Ich glaube, sobald der sich umdreht, können wir mal so langsam. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Na, bis jetzt sieht's ganz gut aus. Ich glaube, diesmal schaffen wir's. Aha. Ohne Probleme sogar. Ach, hätte es doch beim ersten Mal so gut geklappt. Ich verbrauche ganz viel von der Plöre. Da muss ich ja auch lohnen, das Feuer, was wir hier verursachen.
So. Jetzt sind alle Pflanzen schön betrunken. Die 20% verbrauche ich einfach noch. So. Das sollte doch gut brennen. Da pisst jemand. Überraschend lange sogar, glaube ich. Vielleicht steht da auch eine Wache. Ui, das ging auf den Nacken. Ah, ein Glück habe ich noch ein bisschen was gelassen. Was muss ich machen? After you, sir. Na gut. What are you waiting for? Haha, let's go light yourself a fat cigar. I got the right head. I'll enjoy killing you. We'll hold this lot up. You get those fears properly going. Somebody shoot. Sehr gut, macht man das. Grab some horses from the stables. Come on. Wie muss ich ausschalten? We got company. Look out. Bolt Action. Na, also. Ich glaub schon, dass wir damit. Vorsichtig. Oh, nicht auf die Pferde. Ups. Hat niemand gesehen. Ja, ist er doch. So. Oh. There goes our ride out of here. O'Shea better get us paid real well for this. Das hoffe ich auch. Kann man die noch bluten? $0.86. Die haben nicht viel Geld. Wo ist die Payroll? Komm schon, Ziel. Ich versuch's. Wir schießen halt zurück. Let's go! Jesus! There's more of them! Alles gut. Nichts, was ich nicht handeln kann. Wie treffe ich denn so schlecht? Ach, da brennt alles lichterloh. Nein! Nicht tot. Mein Signature Move. Wo ist mein Dynamit? Glad you're having fun. Come on! Na, also. Hui! Ah, das hat sich hier aber mal gelohnt, uns anzuheuern. Come on, we'll take those horses. We'll see if the payroll is actually in there. Hurry up. Ich will die losschneiden. Oh, we did good, Morgan. Sehr gut. Great, but let's go. Ich kann ihn nicht losschneiden. Was muss ich machen? Los, Jungs. Ah, jetzt. Jetzt kommt der Trigger. Alright, let's get out of this shithole. Okay, let's get the hell out of here, fast. You right, follow me. Das eine Feld haben wir noch nicht gut behandelt. Auch hier steht hier noch viel. Ja, ist ja gut. Tschüss. Uiuiui. Vorsicht, Sean. Sean hat's geschafft. Für den Stress sah es nicht so gut aus. Ein Glück erkennt hier niemand meinen Signature Move. Und ich habe noch was Besseres. Scheißt auf eure Plantagen.
that turn into a right party? You call that a party? That Braithwaite hag got a money's worth, Arlie. Let's just get out of here first. Und da ist noch ein Riesenfeld. Also wir waren nicht effektiv genug, um alles zu zerstören. Nur den Premium-Tabak von innen. Sind aber ganz schöne Kabinsmänner, diese Pferde. I think we lost them. So weit sind wir jetzt noch nicht weg. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Ich bezweifle's. Head on back to camp. You coming? Klar. Sure. Wird nicht schaden. Zumindest kann ich mich da mal provisorisch rasieren. Wird auch nicht schaden. Was für ein schöner Abend für ein Lagerfeuer. Können die Grays zumindest Marshmallows jetzt rösten? Kriegen dann leichten Kaffeegeschmack wahrscheinlich. Here we are. Home sweet home. You let Jose know how we got on. Will do. Hey, you got any tobacco? Dankeschön. Ah, nur 200 für mich, das ist scheiße. Und Mike hat eine neue Mission. Oh je, oh je. Ich würde trotzdem sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.